und ganz herzlich willkommen. Heute will ich euch die Geschichte mit dem weißen Hasen erzählen. Was hat es mit dem weißen Hasen auf sich und warum sollst du als Unternehmerin im Rennen bei dir haben? Ich weiß noch, ich war wahrscheinlich so 4- oder 5-jährig, war die älteste von 4. Damals waren wir noch zu dritt. 2 Jahre jüngerer Bruder und 4 Jahre jüngere Schwester. Und ja, ich war so 4-5-jährig, wo meine Eltern eines Sonntags sagten, komm, wir gehen spazieren. Und ich als Kleine, ich habe das nicht gemocht. Damals, das ist ja über 40 Jahre her, das Spazieren draußen sonntags, das war so ein Sehen und Gesehen werden. Ich habe das gar nicht gemocht, mich zur Schau stellen im Dorf, im nahen Wald spazieren gehen. Aber ich musste mit und habe meinen weißen Hasen mitgenommen. Das war so ein Hase, genäht aus echtem Hasenfell. Ja, meine Mutter hat mir den genäht und ich habe den geliebt. Der hatte ganz lange weiße Ohren und ich habe offenbar, das hat mir meine Mutter mal erzählt, weil irgendwann sind die Ohren abgefallen, ich habe immer den Hasen an den Ohren getragen, so mit mir geschlendert oder umarmt. Ja, und das ist mir heute in den Sinn gekommen, wo ich gerade mit einigen wunderbaren Unternehmen gearbeitet habe. Und ich habe verstanden, eigentlich mache ich das heute noch. Denn was hat mir dieser Hase damals gegeben? Also logisch trage ich nicht einen weißen Hasen mit mir. Ich glaube, dieser Hase, der lebt, glaube ich, gar nicht mehr. Aber was hat er mir als Kind gegeben? Ja, das ist wie, andere haben Plüschtier dabei oder den Teddybär und wollen den nicht weggeben. Ja, das gibt's ja, ist ja bekannt bei vielen Kindern. Bei mir war das auch so. Sie durfte ihn kaum waschen. Und dieses Felltier hat mir Trost gegeben. Ich konnte jederzeit kuscheln mit ihm. Und ich habe mich auch irgendwie so wie beschützt gefühlt. Irgendwie habe ich jedes Mal, das weiß ich noch, ja, als Kind, wenn ich diesen Hasen an mich gedrückt habe, mich so verbunden gefühlt, so aufgehoben gefühlt. Genau. Und heute habe ich verstanden, eigentlich mache ich sowas immer noch. Kennst du das auch? Ja, also ich trage manchmal tagelang meine wunderbaren Notizbücher mit mir. Ja, das ist mein Zauberbuch, gerade was ich habe. Ich habe immer so ein Zauberbuch, wo ich Journaling reinmache. Irgendwo habe ich Videos gemacht über 2 Formen von Journaling, die ich dir empfehle als auf dem Weg zum Erfolg. Und da drin bin ich kreativ. Und weil ich so kreativ bin, habe ich auch immer die Buntstifte mit dabei. Und dann laufe ich so durchs Haus, die verschiedenen Etagen, und ich habe das immer dabei, ob ich es brauche oder nicht. Oh, wie damals beim weißen Hasen. Und das habe ich dabei, weil es mich inspiriert. Weil es mir auch dieses Gefühl von Öffnung gibt. Ja, es, wie damals das Kind mit dem Hasen, das ich war. Ich habe mich begleitet gefühlt. Diese Energie in diesen Büchern, das alles drin, wo ich konkret verbunden bin, Glaubenssätze, die mir dienen, Journaling nach vorne, meine Ziele, meine Visionen. Ja? Wenn ich das nur anschaue, dieses Buch, zack, bin ich in dieser Energie. Das heißt, selbst wenn ich nicht reinschaue, selbst wenn ich es tagelang rumtrage mit mir an und sage manchmal, so, hast du sie jetzt mal gebraucht oder reingeschaut, ist total unwichtig, ja. Sondern allein das zu fühlen und zu spüren, es ist da und bei mir, macht bei mir gerade diese Verbindung, dieses Aufgehobensein, was ich mit diesem Buch und diesen Worten da drin übe, verbunden zu sein, bewusst bei mir, verbunden zu sein mit meiner Vision, mit meiner großen Mission, das kriege ich gerade. Wenn ich das bei mir trage, dann fühle ich mich wie beschützt.
wie damals von diesem Hasen. Und das möchte ich dir heute auch mitgeben, so rudimentär, so simpel. Es tönt für manche vielleicht sogar kindisch. Ich lade dich dazu ein, ein bisschen kindlich, fraulich, prinzessinnenhaft zu sein. Nimm diese Seite und nimm diese Seite an dir, nimm sie zu dir, nimm sie mit dir ins Boot. Sorge dafür, dass du was mit dir trägst, muss ja nicht ein Zauberbuch sein, was dir die Öffnung nach oben, die Inspiration immer wieder gibt, was dir die Verbindung dazu immer wieder gibt. Ja? Wie oft vergessen wir, gut, ich nicht und Unternehmer, die mit mir sind, auch nicht, täglich sich zu verbinden. Am besten morgens schon, du hast einen ganz anderen Tag. Wenn du morgens aufstehst und dich an deine Mission erinnerst, du bist einfach total anders unterwegs. Dich kann kaum was aus der Ruhe fallen lassen. Ja? Das Leben kann noch so grüßen, sage ich immer, mit unerwarteten Sachen. Du spürst deine Gelassenheit, deine Ruhe in dir, weil du dich, wie ich damals mit dem Hasen, dich einfach geführt, unterstützt und nicht alleine fühlst. Und das empfehle ich dir. Hol alles mit an Bord, was dich unterstützt dabei, dass du täglich dich verbindest, verwurzelst und nach oben mit deiner Seelenenergie verbunden bist, mit deiner Göttlichkeit, mit deinem Esprit und immer den Zugang zu deiner Mission hast. Übrigens, falls du jetzt dir die Frage stellst, was meint sie mit Mission? Jene, die mit mir arbeiten, wissen es, das geht über die Vision, über deine Ziele. Es sind drei Aspekte, die Hand in Hand gehen, aber die alle was Eigenes repräsentieren. Die Mission ist das, was du fühlst, wenn du dir erlaubst, noch größer zu denken als deine Ziele und deine Vision. Das ist das, was du fühlst oder spürst. Das sind die Auswirkungen dessen, dass du den Mut hast, deine Gaben zu rocken. Das ist das, was du spürst, was du somit auch dieser Welt geben darfst, damit sie ein Stück besser wird. Also denke immer groß und wenn es geht, dann noch größer, auch wenn es mindblowing ist für deinen Verstand. Und sorge dafür, dass du, warum nicht mit sowas, mit dem weißen Hasen, einem Metapher oder mit einem schönen Zauberbuch oder was anderes. Vielleicht ist es auch bei dir Schmuck, ein exzellentes Parfum, eine bestimmte Kleidung, dass du daran das verknüpft hast, dass du dich verbunden mit deiner Vision und Mission, vor allem mit der Mission fühlst. Und rate mal, was dann passiert. Dann ist nämlich das Risiko, dass du immer wieder dich verzettelst, das Risiko, dass du immer wieder dich ablenkst, dass du kaum Nein sagen kannst zu Dingen, die nicht deine Mission nähren, so, so viel kleiner. Und deine Energie, deine bewusste Energie, verbunden mit deiner Mission, so, so viel größer. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Rocke deine Mission und mach diese Welt ein Stück besser. Haben einen schönen Tag.